Der neue Powerstar Teil 9, Domizile und Eisenzeitgüter in Forge of Empires. In der vorherigen 8. Folge dieser Serie waren wir in die Eisenzeit aufgestiegen. Mit jedem neuen Zeitalter sind zwei Themen relevant. Das erste dieser beiden Themen ist der Ausbau der Bevölkerung. Neue Gebäude, vor allem zur Güterproduktion und zur Ausbildung von Militäreinheiten, benötigen wesentlich mehr Bevölkerung als im vorherigen Zeitalter. Dazu gibt es neue Wohngebäude. Einige Wohngebäude haben den Vorteil, mehr Münzen zu liefern. Andere bieten hingegen mehr Bevölkerung pro Fläche. Münzen haben wir reichlich durch die tägliche Hilfe für andere Spieler. Platz ist hingegen immer ein Problem. Deshalb entscheiden wir uns ganz bewusst dafür, das platzeffizienteste Wohngebäude des jeweiligen Zeitalters zu bauen. In der Eisenzeit sind das die Domizile. Sobald diese erforscht sind, ersetzen wir alle Bronzezeit-Wohnhäuser durch Domizile. Das schafft den erforderlichen Bevölkerungszuwachs, um die Produktionsgebäude der Eisenzeit errichten zu können. Damit können wir dann auch Töpfereien durch Metzgereien ersetzen. Das verbessert dann die Produktion der Vorräte. Das zweite Thema nach jedem Aufstieg in ein neues Zeitalter ist dann die Güterproduktion. In der Bronzezeit hatten wir zwei Ressourcen auf der Provinzkarte gefunden und dann die entsprechenden Güterproduktionen errichtet. Diese stehen immer noch, bis wir einen hinreichenden Bestand von etwa 200 Stück pro Gut erreicht haben. Auch auf der Provinzkarte der Eisenzeit finden wir Ressourcen. Die erste ist ein Ebenholzvorkommen. Also benötigen wir ein entsprechendes Güterproduktionsgebäude. Wie in der Bronzezeit ist es auch in der Eisenzeit ganz wichtig, nur die Güter selbst zu produzieren, für die man das entsprechende Rohstoffvorkommen gefunden hat. Alle anderen Güter werden am Markt eingetauscht. Dazu mehr in einer anderen Folge. Um dieses erste Gütervorkommen zu erhalten, mussten wir die Provinz Parouge erobern. Die dazu notwendigen Kämpfe kommen auch heute am Ende des Videos. Noch sind ja die Soldaten unsere einzigen Eisenzeiteinheiten. Deshalb gibt es bei der Auswahl des Teams wenig Spielraum. Wie immer nutzen wir die Deckung der Büsche und Wälder. Gegen die Reiter haben die Soldaten besondere Boni, kommen jedoch auch mit den Bogenschützen gut klar. Im nächsten Kampf hat es dasselbe Team sehr viel schwerer. Die gegnerische Schwereinheit, der Legionär, ist eine harte Nuss und der Weg zu den Ballisten ist sehr lang. Da sind gewisse Verluste unvermeidlich. Am Ende zählt einzig der eroberte Sektor. Im letzten Kampf des heutigen Videos kommt dann noch einmal das Bronzezeit-Katapult zum Einsatz. Es hat zwar Boni gegen schwere Einheiten, es wird jedoch sehr deutlich, dass diese inzwischen veraltete Einheit nur sehr wenig auszurichten vermag. Mit der Eroberung von Parouge haben wir dann das erste Eisenzeit-Rohstoffvorkommen.